Liebe Zuschauer, bei mir ist der Schiedsrichter des Jahres Marc Lorenz. Und Marc, erstmal heute nach dem heutigen Spiel, was ein Altherrenspiel war. Die erste Frage einmal, was ist es für ein Gefühl, beziehungsweise was ist es für ein Unterschied für einen Bezirksschiedsrichter, so vom Bezirksliga zu Altherrenspieler zu wechseln? Ist da ein sehr großer Unterschied für dich oder erzähl mal, wie siehst du das? Wenn ich das mal vergleiche von Bezirk zu Altherren-Kreisliga, ist es in gewissermaßen das Tempo. Das in der Altherren ist es natürlich ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz muss man einfach auch den Hut vor den alten Leuten ziehen, wie fit die teilweise heute noch sind und wie schnell die laufen. Also der Unterschied ist natürlich auch noch, du hast keine Assistenten und trotz dieses hohen Tempos in der alten Herren, was man ganz klar so sagen muss, die Mannschaften werden sichtlich jünger. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, auch für einen Bezirksschiedsrichter, dann so ein Spiel zu pfeifen. Und ja, macht halt immer Spaß. Es ist halt im Kreis, kennt jeder jeden und danach trinkt man noch ein Bierchen zusammen, egal ob Freund oder Feind. Und das setzt dem Ganzen nochmal eine Krone auf und das gibt es im Bezirk so jetzt nicht. Ja. Und wie ich schon angesprochen habe, du bist Schiedsrichter des Jahres und erzähl mal, wie lange du schon bei der Schiedsrichterei bist, wie du deine Erlebnisse, was deine liebsten Erlebnisse waren, was dir am Schiedsrichterei vielleicht gar nicht so gut gefällt, so einfach deine liebsten Erlebnisse oder schlechtesten. Also es gibt eigentlich nichts, was mir an der Schiedsrichterei nicht gefällt. Also mir gefallen Derbys, sowohl auch etwas langweiligere Spiele, sage ich jetzt mal, die nicht auf einem Derby-Niveau sind. Es ist völlig egal, ob der Erste gegen den Zweiten spielt oder der 17. gegen den 18. Motiviert ist man immer gleich. Ich bin jetzt seit 6 Jahren Schiedsrichter. Ja, die Karriere, erst im Münder Fußball gespielt, dann wurde ich so ein bisschen auf den Pott gesetzt. Ja, Marc, wenn du höher pfeifen willst, dann musst du dich entscheiden für die Schiedsrichterei oder Fußball spielen. Dann habe ich mich im Endeffekt für die Schiedsrichterei entschieden. Ich war damals, ja, dann auch schon 27, habe gedacht, so viel erreichst du jetzt auch nicht mehr und vielleicht kannst du als Schiedsrichter noch was erreichen. Ja, jetzt bin ich im Bezirk, pfeife in der Jugend Niedersachsenliga, das ist auch schon mal was. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich zufrieden bin mit dem, wie es ist. Ne, ich bin nicht jetzt derjenige, der es anstrebt, noch höher zu pfeifen. Habe eine Familie im Hintergrund, habe 2 Kinder, 9 und 1 und das ist anstrengend genug. Und dann ist man auch mal froh, wenn man auf dem Sofa liegt abends und nicht so weit fahren muss. Ja, das glaube ich, Marc. Vielen Dank für deine Worte. Hat mich wirklich gefreut. Komm gut nach Hause. Jederzeit. Mach's gut. Ciao.